Werter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Stadträtin, werte Abgeordnete, wir reden von 3,5 Milliarden Euro, die die Stadt Wien, die Rot-Grün, jährlich für den Sozial- und Gesundheitsbereich investiert. Dahinter steckt eine enorm große soziale Verantwortung, die wir hier tragen und auch wahrnehmen. Und weil wir hier herinnen nicht auf einer Insel leben, möchte ich kurz untermauern, wie ökonomisch und politisch die Entwicklungen unberechenbar geworden sind und was das auch für konkrete Auswirkungen auf Wien hat. Was meine ich damit? Wenn wir Wachstum haben, reden alle von einem Wohlstand für alle, für den wir sorgen müssen. Wenn es aber zu einer Finanz- und Wirtschaftskrise kommt, dann beginnt man zunehmend Menschen einzuteilen in nützliche und weniger nützliche Menschen, in leistungsfähige und weniger leistungsfähige Menschen. Und die haben dann rechtskonservative Kräfte natürlich die Oberhand. Und es schaut so aus, als wie war das einzig wahre, die einzige Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es einen möglichst freien Wettbewerb gibt und die Daseinsvorsorge wird reduziert auf ein Minimum. Das heißt, man beginnt dann und wir stecken mittendrin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die soziale Ungleichheit zu reduzieren auf eine individuelle Verantwortung, auf genetisch bedingt, ethisch bedingte Verantwortung. Man redet von bildungsfernen Schichten, allein dieser Ausdruck. Und dann rechtfertigt man noch die Maßnahmen gegen betroffene Menschen, das Auseinanderdriften der Gesellschaft mit Argumenten wie der Nation und der Kultur. Hier stecken wir mittendrin, wir sehen es unter anderem an Griechenland und aus sozialpolitischer Sicht muss ich schon sagen, hier wird offensichtlich alles versucht, um auf wirklich erniedrigendste Weise auch ein Elend zu produzieren. Schauen Sie sich bitte an die Entwicklung in Griechenland, was das heißt für die Kindersterblichkeit, für die Gesundheitsversorgung, für die Arbeitslosigkeit, wie es den Menschen dort vor Ort gibt und was die EU hier für eine Rolle spielt mit ihren Sparmaßnahmen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und bringe Ungarn ins Spiel. Es gibt keinen Aufschrei, sehr geehrte Damen und Herren, wann inzwischen ein Viktor Orban über die Todesstrafe redet, Zäune aufstellen will und nicht nur das. Jetzt gibt es eine neue Gesetzesvorlage, die es erlaubt, privaten, sehr vereinfacht gesagt, privaten Unternehmer Menschen zu mieten. Um 1,70 Euro, glaube ich, die Stunde kann man jetzt auf Menschen zurückgreifen, die man sonst androht, dass man ihnen 3 Jahre jegliche soziale Unterstützung sperrt. Das passiert gerade vor unserer Haustür. Kein Aufschrei, gerade im Gegenteil, Viktor Orban war unlängst beim Fest vom Schüssel dabei und nicht nur das. Jetzt in diesem Augenblick, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat eine Innenministerin Mikl-Leitner im Ministerrat die österreichisch-ungarische Allianz verkündet, wie wichtig es ist, gemeinsam hier eine Abschottungspolitik zu betreiben, gemeinsam, und ich sage es bewusst so, gegen Flüchtlinge vorzugehen. Das sind gerade die Umstände und das ist auch der Grund, warum ich hier und heute bei allen Schwierigkeiten und die Differenzen, die es auch in einer rot-grünen Koalition gibt,
extrem froh bin, dass wir hier noch Werte und Haltungen vertreten, froh bin, dass wir bestmöglich für soziale Sicherheit in unserer Stadt sorgen. Und ich möchte es an einem konkreten Beispiel zeigen, nämlich der Mindestsicherung. Es stimmt, die Zahlen steigen. 2010, wie ich angetreten bin, waren es, glaube ich, 110.000 Menschen, die Mindestsicherung bzw. eine Ergänzungsleistung bezogen haben. Jetzt sind wir bei 160.000 Menschen. Das stimmt. Das, was ich aber im Grunde unglaublich finde, dass hier eine Wirtschaftspartei ÖVP sich herstellt und dann in bekannter Weise, ich weiß nicht, warum es mich nur immer wundert, einen Antrag einbringt, wo man jetzt verstärkt gegen Missbrauch vorgehen soll, und zwar jetzt durch die Finanz zusätzlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie sich bitte nicht einlullen von einer Politik, wo man Menschen auseinanderdividiert. Die Menschen in Wien, die Mindestsicherung beziehen, das sind an die 10% schon, natürlich sind das erschreckende Zahlen. Ja? Schauen wir uns genau an, wer sind die Menschen. Wir reden von 27% Kinder. Und dann möchte ich jetzt von der ÖVP hören, wie sie gedenken vorzugehen durch verstärkte Kontrollen der Finanz bei den Kindern. Diese Fakten müssen Sie sich jetzt einfach gefallen lassen. Schauen wir uns noch einmal genauer an, wer die Mindestsicherung bezieht. Es sind 6% Pensionistinnen, die keinen Anspruch auf ihre Pension haben. Sind es die Hängemattenbezieherinnen, die Menschen, die man kontrollieren muss, die hier Missbrauch begehen? Sind das diese Menschen? Beantworten Sie diese Frage. Oder sind es die 8% Menschen, die eine Aufzahlung erhalten, weil sie zu wenig verdienen? Willkommen, liebe ÖVP-Wirtschaftspartei. Niemand wird Sie daran hindern, Mindestlöhne einzuführen, von denen man dann tatsächlich leben kann. Oder sind es die 8,6% arbeitsfähigen Menschen, die gesundheitlich massive Schwierigkeiten haben? Oder meinen Sie die Mütter, die bei ihren Kindern zu Hause sind? Oder meinen Sie die Angehörigen, die hier Pflegeleistungen erbringen? Sagen Sie uns, über welche Menschen reden Sie, wenn Sie permanent über Hängematte sprechen, permanent über einen Missbrauch und jetzt nichts Besseres Ihnen einfällt, als Sie sagen, wir brauchen noch die Finanz, dass wir hier verschärfter kontrollieren. Wir sagen ganz klar Nein dazu. Wir sagen ganz klar, dass wir als Rot-Grün in einer sozialen Verantwortung stehen und wir handeln auch danach. Welche Auswüchse es schon hat, wie sehr hier agiert wird gegen die Menschen, die ein Minimum erhalten, um zu leben, zeigt auch ein weiteres Beispiel. Es ist FPÖ-Funktionärinnen nicht zu blöd, einen Mindestsicherungsfall, ein Schicksal einer Familie mit Namen über die sozialen Medien zu verbreiten, ja, eine Familie, die seit 30 Jahren hier in Wien lebt, wo der Vater jetzt, glaube ich, eine Lebertransplantation gehabt hat, und sich darüber aufzuregen, dass diese migrantische Familie so viel an Mindestsicherung erhält. Umso wichtiger ist es auch, dass wir hier klare Haltung mit klaren Werten einnehmen und sagen Stopp. Wir ertragen und lassen nicht zu, eine Hetze auf Rücken von Menschen, die sich nicht wehren können. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was der Kollege Wagner gesagt hat, sondern nehme einige Bereiche heraus. Und vorweg noch ein Punkt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht beim Zuhören. Ich kann es echt nicht mehr sagen, entweder wir stumpfen schon ab
oder es wird alles immer selbstverständlicher. Jedes Mal, also konkret, ein Abgeordneter der FPÖ, der Herr Lassar, stellt sich hierher in einer Selbstverständlichkeit und sagt einer Sozial- und Gesundheitsstadträtin, sie soll sich schämen. Und wir haben gleichzeitig, ich weiß nicht wie viel, wir heuer haben 6 Milliarden, 8 Milliarden, die wir alle bezahlen müssen für einen Hyperskandal, den die FPÖ verursacht hat. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich finde das wirklich frech. Und das ist zurückzuweisen. Ich nehme jetzt das Thema Kinder, weil das bestimmt ist, dass vor allem in der Mindestsicherung sieht man sehr deutlich, hier die Zahlen steigen von Kindern, von Familien, die auf die Mindestsicherung, auf die Ergänzungsleistung angewiesen sind. Das stimmt und wir müssen alles tun, damit sie hier Perspektiven entwickeln. Und hier hat Wien extrem viele Angebote. Wir wissen aber auch, es steigen diese Zahlen. Und wir nehmen es sehr ernst. Und eines der Punkte, das halte ich hier fest, ist die Kindermindestsicherung, die rot-grüne, wo jedes Kind 800 Euro mehr im Jahr erhält. Das ist eine Lebensqualitätsfrage. Rot-Grün steht dazu. Ich nehme noch ein Beispiel heraus, das ist die Biojause. Es ist nämlich einfach, über Zahlen zu sprechen und sich und sagen, ja, die Armut, das, was aber passiert ist, wenn man Kinderarmut ernst nimmt, wenn man genauer dahinter schaut, was denn das konkret heißt für die betroffenen Kinder, ist ein Punkt, dass diese Kinder nimmer regelmäßig Obst, Gemüse, Fleisch auf den Tisch kriegen, weil sie sich das nicht leisten können. Und wir wissen alle, dass es besonders schwierig ist, auch in den Schulen mit leeren Bräuchen sich zu konzentrieren. Und dann gab es unsagbar viele Überlegungen, wo wir hier ansetzen können. Und ich sage Ihnen ganz offen, die Biojause, die es seit Februar in Wien die es gibt, wo Kinder eine Jause erhalten, ich halte das für einen enorm wichtigen Schritt in die richtige Richtung, dass wir hier ansetzen. Und das passiert in ressortübergreifender Kooperation, das halte ich auch für enorm wichtig, weil zunehmend Sozialpolitik, wirklich Armut zu bekämpfen, wirklich Armut zu lindern, schaffen wir unter anderem, indem wir gemeinsam kooperieren. Ich nehme jetzt noch den Fonds Soziales Wien als Beispiel. Die Grundversorgung der Flüchtlinge, der Umgang mit Menschen, die auf der Flucht sind, das, was wir jetzt mitbekommen, was es heißt, dass 20.000 Menschen schon im Meer elendiglich ertrunken sind, ist kaum zu ertragen. Und dann schafft es die FPÖ noch immer, sich so wie gestern herzustellen und zu sagen, ich spitze es zu, ich gebe es zu. Zu sagen, eh klar, dass da nur die Männer kommen. Wo sind die Kinder und die Mütter? Wissend, dass es kaum legale Möglichkeiten gibt, zu fliehen. Wissend, welche Gefahren sich die Menschen hier aussetzen, dann sich noch darüber zu beklagen, dass man dieser Gefahr nicht gleich Kinder und Frauen aussetzt. Manchmal fehlen mir ein bisschen die Worte, aber man darf schon menschenverachtend zumindest sagen, ohne einen Ordnungsruf zu erhalten. Wien investiert in die Grundversorgung, Wien schafft Plätze für Flüchtlinge. Wien nimmt das sehr ernst bei allen Herausforderungen, die es hier gibt. Der zweite Bereich, den ich noch herausnehmen möchte, ist der Obdachlosenbereich. Wir haben heuer im Winter 3.200, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 3.200 obdachlose Menschen ein Notquartier, die Strukturen geschaffen für ein Notquartier und das in Kooperation mit sehr vielen NGOs.
damit hier niemand erfriert, damit hier tatsächlich zumindest diese Art der Unterstützung gewährleistet wird. Ja, es stimmt, wir diskutieren natürlich auch innerhalb der Koalition, wie es über den Sommermonaten sein soll. Aber am Ende des Tages, bei allen Schleifen, die wir ziehen, am Ende des Tages haben wir auch hier im Obdachlosenbereich einen menschenwürdigen Umgang, vor allem mit den Menschen, die eine Chance brauchen und Unterstützung brauchen. An die 60 Millionen wird im Wohnungs- und Obdachlosenbereich investiert. Ich möchte noch einen Punkt vielleicht dazu nehmen, weil wir hier nicht isoliert arbeiten. Das ist der Vorschlag vom Herrn Außenminister Kurz, dass die Menschen, also die Kinder, die aus Osteuropa kommen, zukünftig weniger Sozialleistungen erhalten sollen, wenn sie hier nicht vor Ort sind. Ich halte das für eine ganz bedenkliche Entwicklung, wo ich mir niemals sicher bin, was plant diese ÖVP eigentlich, hierher zu gehen, völlig rechtswidrig, wie auch viele bestätigen, hier in unterschiedlichen Kindern einzuteilen und zu sagen, hier machen wir auch noch ein Stück weit Stimmung, wissend, dass jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer in Wien 4,5% seines Bruttogehalts in den FLAF einzahlt. Jeder und jede. Aber man schafft eine Stimmung, man selektiert, man versucht nachzuhecheln einer FPÖ-Politik. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei aller Realpolitik, bei allen Entwicklungen und Unsicherheiten, das kann in einem rot-grünen Land nicht passieren. Und das ist das, wo wir versuchen, in soziale Sicherheit zu investieren. Wenn Sie alle gleichzeitig dazwischen murmeln, versteht man da nicht. Ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie ein bisschen aufgeregt werden. Ich nehme noch einen Bereich heraus, das ist der Bereich Behinderung. Hier hat der Kollege Wagner schon einiges erzählt. Ich würde gern noch einen Bereich herausnehmen. Das ist der Monitoring-Ausschuss. Der arbeitet seit Februar. Ich halte das für eine total spannende Geschichte, ein Kollegialorgan, das so quasi die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention überwachen soll, mit Begutachtung, mit Dialog, mit Studien, und zwar mit Betroffenen gemeinsam. Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil das verwirklicht oder sich weiterentwickelt, was die UN-Behindertenkonvention sagt, was für uns selbstverständlich ist, nämlich auf Augenhöhe mit den Betroffenen zu kooperieren. Ich nehme noch einen Punkt heraus, den wir jetzt nach 18 Jahren Diskussion innerhalb der Sozialarbeit endlich vorangebracht haben, eine gute Sache, das ist das Berufsgesetz Soziale Arbeit, Sozialpädagogik. Auch hier liegt ein Entwurf vor, auch hier geht es um die Qualitätssicherung von Betroffenen und von den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Soweit, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich das abrunden und noch einmal klar machen, dass wir wissen, dass wir vor enormen Herausforderungen stehen. Wir wissen, dass wir nächstes Jahr viel Geld, und zwar zusätzlich, brauchen werden, um in der Mindestsicherung die Grundversorgung zu gewährleisten. Das werden wir auch schaffen, diese Herausforderung stellen wir auch. Und all die Menschen, all die Initiativen, die im Hintergrund arbeiten, ich nehme an, die Sucht- und Drogenkoordination ist gerade
froh, dass nicht eine Einrichtung eröffnet wird, wo dann ÖVP und FPÖ mit Schildern dort stehen, sondern dass sie in Ruhe arbeiten können. Das heißt, all die Menschen, die hier aktiv sind, um wir, um unser Sozialsystem aufrechtzuerhalten, auch weiterzuentwickeln, und zwar tagtäglich aufs Neue, gebührt ein großer Dank und tiefer Respekt. Herzlichen Dank.